Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben 7 Uhr. Alle schlafen noch. Ich koche mir jetzt Kaffee und ich wollte euch mal zeigen, was der letzte Ausblick morgens. Ja, voll schön. Ich bin voll oft heute Nacht wach geworden und habe überlegt, ob der Strom noch da ist. Aber dann würde ja die Heizung oben bei uns im Zimmer wäre dann ja auch nicht gegangen und daher haben wir das eigentlich okay, es geht noch. So. Gute Hundefutter für Eddie vorbereiten, der ist schon raus. Der ging heute Nacht auf mit Zwiebeln, der wollte heute Nacht wieder ein paar Mal raus. Aber naja, es ist wie es ist. So, Kaffee werde ich jetzt eben kochen. Und dann muss ich erstmal wach werden. Ja, ich hätte ja gestern erzählt. Ich bin noch voll verwimmelt, tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur kurz zur Hand nehmen, weil ich bin auch gerade aufgestanden und euch den schönen Sonnenaufgang zeigen. Weil das wirklich Hammer aussieht heute. Das Wetter soll halt nochmal gut werden. Trocken, sonnig. Um die 14 Grad, 13 Grad. Und ja, packen heute. Vielleicht fahren wir nochmal zum Meer, mal gucken. Heute müssen wir die Frikadelle noch machen, hatte ich ja gestern nicht mehr gemacht. Den Jovic-Reis hatte ich noch gemacht gestern. Packen wir mal ein. Der ist für die Fahrt. Und für morgen Abend, für wenn wir in Sofia sind, zum Essen. Und dazu gibt es die Frikadellchen. Und Brote. Und ja, ich hoffe, es wird hier schnell warm. Den Dieselofen. Heizöl ist ja kein Diesel. Wir nennen das hier Diesel, heißt das hier. Deswegen hat Messi geschrieben, das ist kein Heizöl, ist kein Diesel, ist Heizöl. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich darf nicht mal alles auf die Goldware legen. So. So ist unser Kaffee hier. So wird er aufgeschüttet. Ja, meine Güte, ich bin echt noch nicht wach. Das ist eine blöde Scheiße. Ah. Ja, ihr Lieben, ich mach mal erst hier. Dann seht ihr mal, wie verpeilt ich manchmal morgens bin. Ja gut, das ist mir wirklich noch nie passiert, aber das mal wach werden wir im Früh. Ich werde gerne noch ein bisschen geschlafen. Aber manchmal ist das so. Scheißdreck. Ich melde mich gleich wieder rein, wenn ich ein bisschen fitter bin im Kopf. Nun bin ich wach und fit und frisch im Kopf. Ein paar Kisten runtergebracht, die Mama hat von Wäsche eingeräumt. Wir kommen eigentlich ganz gut voran und ja. Er sagt, komm Alter, lauf mit mir. Machen wir das auch, ne? Ja, wir gehen jetzt den Runde spazieren. Die Mama und die Livia kommen auch mit. Und genießen das Wetter. Die Sonne hat echt Kraft, der ist richtig schön. Murphy, zieh doch nicht immer so wie so. Ochsenfrosch, meine Güte. Komm hier. Komm, wir gehen andere Richtung, Essie, komm. Meine Güte, Smurf, jetzt bist du in Kacke getreten. Komm mal hier. Ha, kann ich die Pfoten waschen. Sonst müffelt das so gut. Ja, wie gesagt, wir kommen gut voran. Ich weiß gar nicht, warum ich die lange Leine mitgenommen habe. Zieht mich genauso wie an der kurzen. Du Ochse. Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr chaotisch und unaufgeräumt, aber ist ja normal. Wir räumen alles ein. Ich denke mal, so 20-25% haben wir schon, weil die Berge sind so schön. Wahnsinn. Fast so schön wie der Ausblick war in Manavgat. Ja, ihr Lieben, wir laufen mal eine Runde und ich melde mich gleich wieder zu Wort. Da zeige ich euch auch, wie ich die veganen Frikadellen mache. Den Reis habe ich euch ja schon gezeigt. Also bleibt gespannt. Bin ich auch. So, jetzt hätte ich fast schon wieder vergessen, euch mitzunehmen. Und zwar, das werden jetzt unsere veganen Frikadellen. Da ist jetzt 400 Gramm veganer Gouda aus dem Lidl drin.
ein halber Kilo Reis mit ein bisschen mit Brühe aufgekocht, Möhrchen, Zwiebel, Knoblauch, Salz habe ich dran gemacht, Paprikapulver habe ich dran gemacht, mal gucken, was ich noch dran mache. Also würzen nach Bedarf, nach Belieben. Und das verknete ich jetzt alles schön. Ja, ich merke gerade, es ist doch eine ganz andere Konsistenz, als das mit Ei war. Weil Ei bindet ja auch ein bisschen durch den warmen Reis und der Käse. Der ist nicht so geil schmelzend, ja, wie ich mir das erhofft habe. Aber gut, ich knete mal weiter und mal gucken, ob ich eine homogene Masse daraus kriege. Und dann melde ich mich später wieder. Nur das Problem ist jetzt, weil da kein Ei dran ist und nur dieser Formkäse, dass die mir zerfallen. Ja, und habe ich mir eine Mehlschwitze hier gemacht, also eine Panade, keine Mehlschwitze, und das garniere ich dann jetzt mit Brösel. Und dann hoffe ich, so sind sie jetzt gut. Jetzt warte ich nur auf das Feedback vom Kalle, probier mal bitte. Nein, die sind warm. Gut. Geht so. Also nicht so das favorisierte Rezept. Ja. Ja gut. Dann auf Patty auf dem Burger schmeckt nämlich schon richtig gut. Ja, dann mache ich mal weiter. Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Das meiste haben wir aber schon geschafft, würde ich sagen. Oder über die Hälfte haben wir schon gepackt. Oder? Das Schlimmste ist halt morgen, um nichts zu vergessen. Ja. Alles wird gut. So, ich mache mal weiter hier brutzelfein und melde mich gleich wieder rein. Also mit ein bisschen Panade und Mehl angelegt mit Wasser. Super. Klappt, schmecken nicht so wie die originalen vegetarischen, aber ist klar, ist kein Ei und kein richtiger Gouler drin. Aber auf jeden Fall lecker und eine gute Alternative. So, kochen endlich fertig. Wollen wir weiter rödeln. So, da ist der Rest jetzt Frikis. Mir und Mietswasser. Die macht die Mama sich gleich noch drauf. Auf ihre Brote von Kalle und mich habe ich schon gemacht. Da ist der Rest von dem Dürmelschreif. Der wird bestimmt heute Abend noch gefuttert. Und ja, echt im Arsch. Oh, ich weiß schon wovon. Ich bin seit 5 Uhr wach und haben viel Gerödelung gemacht und getan. Ja. Ein bisschen mit Wehmut, der schöne Ausblick. Aber nützt ja nichts. So langsam geht's Richtung Heimat. Ach, sagt man noch so, oder? Ja, wieder rumspielen die Kinder. Also normal die Kinder. Ja, der Kalle ist wieder echt eine große Runde laufen. Hier ist meine vegane Leberwurst. Wird noch gleich verwurstet ein bisschen. Ja, die Friadellen, die waren okay. War ein bisschen zu crunchy für mich von dem Reis. Das war halt, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Die mit Ei und normalen Gouda, die musste man nicht so lange ausbacken. Die musste halt eine dicke Panade drum machen. Deswegen sind die ein bisschen knusprig geworden. War okay. Aber so nochmal würde ich die jetzt nicht machen, außer Kalle sagt, er will die unbedingt essen, weil dem habe ich, glaube ich, sehr gut geschmeckt. Dann mache ich sie natürlich nochmal, aber mal gucken. Ja, geduscht haben wir auch letztes Mal hier. Ich muss den provisorischen Duschkopf wieder abbauen, hatte ich ja mal gezeigt. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Hier. Gehst du noch duschen? Mama? Ja? Gehst du heute noch duschen? Ja. Okay. Ja. Ja. Geht nochmal noch duschen? Lass dich mal raus, mein Schatz. So. Die drei Wochen sind um, ich kann wieder duschen. Sonst hätte ich halt unsere Duschvorrichtung schon abgemacht. Ich dachte, wir wären schon alle durch. Aber du warst doch heute schon duschen, heute Morgen. Da ist ja. Ja, eben, ich frage ja nur, ich weiß nicht, verwirrt. Ich wollte nicht morgen früh gehen und morgen Abend in Sofia, weil ja, ich wie spät es wird. Wie kalt, wie sauber. Ja, ob da ich gehe in Sofia auf jeden Fall duschen.
Außer so die Arschkalt dann natürlich nicht. Bin ich ja schon wieder dreckig von der ganzen Arbeit. Ich muss selber lachen. Ja. Da steht er. Morgen geht's los. Jetzt freut man sich schon umso mehr. Da liegt immer noch Eis, obwohl das hier 20 Grad heute gefühlt waren in der Sonne. Ja, wir rödeln mal weiter und ich würde mich gleich wieder reinmelden. Tudele, habe jetzt den Ofen nochmal angemacht. Die Mama hat nochmal gewaschen. Die Fensterläden mache ich auch schon mal zu. Unseren Diesel Heizöl whatever Ofen angeschmissen. Damit wir die Wäsche hier nochmal schön vorstellen können und trocknen können. Und dass heute Nacht trocken wird. Unsere Lichtsäckette habe ich nochmal angemacht. Jetzt haben wir so ein ganz schönes Licht dann, finde ich. Die lassen wir jetzt noch dran. Die mache ich morgen früh dann ab. Wickel die auf. Die muss ich ja eh nochmal reparieren. Das war ja hier. Hatte ich ja noch überbrückt. Habe ich den Adapter nicht mehr gehabt, dafür einen richtigen Audi-Kabel rausgerissen. Und ja, das mache ich aber morgen früh. Ansonsten haben wir das meiste schon geschafft für heute, was wir machen wollten. Das ist noch ein Brot, dann nehmen wir mit. Und noch ein Brot, nehmen wir auch mit. Noch mehr Brot. Also Brot haben wir erstmal genug. Das stellen wir nochmal ein. Dann können wir den Burgers machen. Das kriege ich auch noch mal ein. Ja, da kann ich euch abstellen. Ja, ansonsten sind wir heute so durchgekommen eigentlich. Es ist ja noch früh, wir haben gerade erst mal 18.13 Uhr. Die Maus ist heute echt extrem früh eingeschlafen. Und mal gucken, ich hoffe, sie schläft durch. Gehe ich ganz stark von aus. Aber das weiß man nie so genau. Bringen da noch ein paar Klamotten runter, die Mama und ich. Durch den Müllbeutel da. Die Jacken wollte man da runterbringen. Die eine Kiste bringe ich morgen runter. Ja, und das meiste, wie gesagt, 80% haben wir schon. Und ja, morgen geht's los. Brote sind geschmiert, Brötchen auch. Ist alles schon unten. Die Frikis werde ich noch einpacken. Wir essen ja heute Abend auch noch was. Und dann, ja, mal schauen. Ich nehme euch morgen mit. Morgen wird es ein bisschen länger, hoffe ich. Glaube ich, weiß ich aber auch nicht. Wir fahren ja morgen viel. Mal gucken. Ich werde berichten. In dem Sinne möchte ich mich an dieser Stelle schon verabschieden von euch. Heute ein bisschen kürzer. Aber ich bin auch platt und gleich froh, wenn ich zu liegen komme. Morgen wird ein langer Tag. 730 Kilometer. Was war das? Hin und her mal gehört. Kurz den Ofen runterstellen. Zu sehen. Egal, ihr Lieben, wollte was passieren noch, melde mich rein. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig geilen Abend. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Morgen geht's zurück Richtung Ungarn. So langsam. Und ja, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.